Chemnitz, Plauen und Gera dabei, die Thüringer aber nur, sollten sie die Relegation für sich entscheiden können. So sieht's aus. Sie waren als Erste für die neue Regionalliga qualifiziert, haben da gar nichts anbrennen lassen, die Herren vom Halleschen FC. Heute im letzten Heimspiel der Saison ist Pößneck zu Gast und die wollen sich gegen den drohenden Abstieg unbedingt nochmal zur Wehr setzen. Doch Halle hat bisher noch keine Punkte verschenkt, will diese furiose Aufstiegsparty, die für heute geplant ist, mit einem Sieg beginnen. Wir werden sehen. Joachim Schröter in Halle, bitte. Was für ein farbenfrohes Bild. Ein Meer in Weiß und Rot. Wer heute das T-Shirt, Schal oder Trikot in den Vereinsfarben des HFC ins Stadion kam, brauchte nur den halben Eintrittspreis zu zahlen. Also statt der 6 nur 3 Euro. Sie wollen nicht nur ein gutes Fußballspiel sehen, sie wollen auch ein bisschen feiern. Das Trainerduell heißt Thomas Köhler rechts gegen Sven Köhler. Beide saßen zusammen in Hennef auf der Schulbank. Halles Coach gönnte seinem Stammkeeper Darko Horvath heute eine Pause. Dafür bekam Norbert Gut eine Chance, sein erstes Spiel von Anbeginn. Der HFC ganz in Weiß und seit 11 Spielen in Folge ohne Niederlage. Das sollte natürlich heute so bleiben. Kapitän Stark auf Neubert. Und in der Mitte wartet Kanitz. 10. Spielminute. Pößneck verliert die Angst vor dem großen Favoriten. Sie müssen hier punkten. Erster guter Angriff über die linke Seite. André Sawicki auf Thomas Ulrich. Wir wollen einen kleinen Wermutstropfen in den Partywein gießen, so Thomas Köhler. Beim Aufsteiger und Landespokalsieger ist wenig Bewegung im Spiel. Einer verlässt sich da ein bisschen auf den anderen, aber vielleicht jetzt Kunze, Kanitz und Neubert. Keeper Wohlfeld nicht wirklich geprüft. Knapp eine halbe Stunde gespielt, wenig Höhepunkte, kaum Torraum sehen. Kunze auf Kanitz mit 10 Treffern, ja, bester Schütze beim HFC. Der Gastgeber mit vielen Querpässen und Lässigkeiten. Pößneck mit Sinaba auf Sawicki, André Sawicki. Aber was für ein Abwehrschnitzer, 1:0. Pößneck, der Außenseiter, führt. Kamala und Seipel behindern sich da gegenseitig. 369 Minuten hat der HFC seinen Kasten sauber gehalten und jetzt trifft ausgerechnet der Tabellenletzte. Sven Köhler fassungslos. Nur 120 Sekunden später. Kamala mit einem laxen Zuspiel. Sinaba dazwischen. Guter Pass auf Sawicki. Und in der Mitte wartet Trübner. 2:0. Was ist hier los? Sawicki völlig frei mit klasse Zuspiel und Immo Trübner kann problemlos einköpfen. Der Außenseiter schockt den Favoriten und schreit seine Freude förmlich heraus. Noch 2 Minuten bis zur Pause. Die Antwort des HFC, Thorsten Gürke, nicht schlecht, aber nichts Zählbares. Thomas Köhler sehr zufrieden. Pößnecks Trainer Anders sah es beim Namensvetter Sven aus. Der hatte Gesprächsbedarf. Da Sangerhausen in Auerbach zur Pause nur ein 0:0 schaffte, wäre Pößneck jetzt nicht mehr Tabellenletzter. Was wird das hier für eine Aufstiegsparty? Alles ist vorbereitet, nur auf dem Platz, da läuft es überhaupt nicht. Wir gehen in die zweite Halbzeit. Sinaba gegen Kanitz. Und was macht der Mann aus Mali? Er fährt den Ellbogen aus. Schiri Martin Beermann lästert an seinen Hemdtaschen. Hier deutlich zu sehen, klares Foul. Und holt die rote Karte heraus. 49. Spielminute, Pößneck jetzt nur noch mit 9 Feldspielern. Der HFC macht Druck und will sich nicht blamieren. Kunze auf Gürke. Die beiden Routiniers, sie wollen es zwingen. Da haben sie eine so tolle Serie hingelegt. Aber was ist heute hier los? Wieder Pößneck. Sawicki. Auf Trübner. Immo Trübner. 66 Minuten gespielt. Pößneck vor dem 3:0. Nein. Die Zeit läuft dem HFC davon. Kunze. Juraschek. Immer noch Juraschek. Und Kanitz. Und dann war Feierabend. Der HFC blamiert sich zu Hause gegen den Tabellenletzten und verliert mit 0:2. Freude dagegen beim Gästetrainer. Thomas Köhler, 2:0 beim Tabellenersten gewonnen und gleichzeitig hat Auerbach Sangerhausen geschlagen. War das der Klassenerhalt?
Nein, wer rechnen kann, weiß, dass es das noch nicht war. Wir haben jetzt vielleicht 3 Punkte Vorsprung, wenn es wirklich so ist, dass Auerbach gewonnen hat. Aber ich muss erstmal absolutes Kompliment machen an meine Mannschaft. Wir haben bis zum letzten Blutstropfen gekämpft. Wir haben es eben heute nicht geschafft, diese Konzentration, die wir die ganze zweite Halbserie gezeigt haben, noch mal auf den Punkt zu bringen. Das ist sicherlich ein bisschen schade, schmälert aber die Leistung der Jungs, die sie im Laufe der Saison gebracht haben, keineswegs. Die Fans werden diese Niederlage ihren Lieblingen verzeihen. 5 Minuten nach Spielschluss öffneten sich die Stadiontore und die 3.500 wollten zur Mannschaft und mit den Spielern einfach nur feiern. Lange haben sie auf diesen Augenblick gewartet. Heute wird so richtig die Sau rausgelassen. Und mittendrin mein Kollege Guido Sulis. Ja, bei mir steht der Präsident Michael Schädlich. Wenn man das hier so sieht, nach 1992 gibt es mal wieder richtig was zu feiern. Ja, also ich denke mal, wir haben es uns verdient. Fußballer können ja bekanntermaßen sehr gut feiern. Und wenn man nach so einer Saison ganz entspannt sich zurücklehnen kann und sagen kann, dass man einen Pokalsieg und Aufstieg geschafft hat, ich denke, das ist schön für den Verein, für die Stadt. Ich hoffe auch für viele drumherum und auch ganz persönlich für mich. Es waren ja jetzt nun einige Jahre ins Land gegangen, wo es dem HFC nicht so gut ging. Ist das mit dem Aufstieg in die Regionalliga die Wende? Ja, ich denke, vielleicht um ein bisschen biblisch zu werden, es kamen 7 Dürrejahre und vielleicht kommen jetzt die 7 fetten Jahre. Ja, ich denke, wir haben immer gearbeitet, wir hatten immer, denke ich mal, den Fuß zum Aufstieg in der Tür. Jetzt haben wir die Tür aufgestoßen. Was danach kommt, weiß ich nicht, aber wir werden fleißig weiter dafür arbeiten. Vielen Dank. Danke. Ja, und mit diesen Eindrücken hier vom Hallischen FC, der weiterhin feiern wird, bis sicherlich in den frühen Morgen, gebe ich erst einmal zurück. Vor allen Dingen kann.